Jahrzehntelang war das Fernsehballett nicht nur Blickfang wegen der kurzen Röcke und langen Beine oder der aufregenden Showtänze. Die Mädels und Jungs haben auch erfolgreich dafür gesorgt, dass wir, also Sänger und Moderatoren, keine Knoten in die Beine fabrizierten, sondern ziemlich gekonnt unsere Tanzeinlagen auf die Bühne brachten. Das verdanken wir auch einem Ehepaar. Ja, es gab Ehepaare im Fernsehballett. Martina und Ferenc Schallmeier. Hallo Martina, hallo Ferry. Könnt ihr euch noch an diese Geschichte Lippi soll der Tanzbär sein erinnern? Also erstmal, ich grüße dich, schön, dass wir hier sein können. Und bin ich sehr stolz drauf, dass mit dir und dir das Tanzen beibringen durfte. Und du warst später irgendwie ein professioneller Tänzer. Danke nochmal für dein Tanztraining, obwohl es ja richtig hart war. Ja, das war schwierig. Das hat mir auch leid getan, weil du sehr viel investiert hast. Und in der Sendung Generalprobe war, glaube ich, so eine wie Rock'n'Roll-Hebung und die Bauchdeckel gezerrt. Und das ist sehr schmerzhaft, das kennen wir auch. Ja. Und nächster Tag, naja, Arzt, wie das immer so ist, hast du ganz tapfer, toll die Sendung durchgezogen. Das war auch wirklich enorme Leistung. Nun erzählt doch mal, wie aus euch beiden ein Paar geworden ist. Ja, ich habe 75, 76 angefangen. Der Ferry war noch verheiratet. Und wir haben erst mal so 3 Jahre nebeneinander hergetanzt. Ich habe mich dann auch ein bisschen entwickelt, alles schön und so. Ja, und seine Frau wurde dann von ihm geschieden. Und dann hat er gesagt, ach, da ist ja noch ein kleines, hübsches Mädel. Und so ging es nachher. Nein, so einfach war es. Aber so später habe ich, hab ich erfahren, dass meine spätere Schwiegermutter Fernsehen mich tanzen sah und dann meinte nur, der würde mir gefallen. Ja. Ach, ja. So und schwupp war ich unter die Haube. Aber manchmal muss man ein bisschen mit Nachdruck nachhelfen. Sauerkraut und tanzen gerne Polka. Und meine Braut heißt Edeltraut und denkt genau wie ich. Sie kocht am besten Sauerkraut und tanzt am besten Polka. Deshalb ist auch die Edeltraut die beste Braut für mich. Wir sind mit Saft und Kraft bei Tag und Nacht. Wenn man ihn fragt, warum, sagt er, weil Sauer lustig macht. Er singt mit Saft und Kraft für alle laut. Braut, macht sie auch Sauerkraut. Und wie war das so als Ehepaar im Ballettsaal und auf der Bühne? Ganz wenig. Wir haben ganz wenig zusammen getanzt. Weil man auch gemerkt hat, dass wenn man Pärchen, die zusammen sind, zusammen tanzen lässt, das geht meistens nicht so gut. Der Krach, immer der Krach im Ballettsaal. Richtig. Das haben wir bei später erfahren mit anderen Kollegen. Ja, wir haben mehr zu Hause zusammen getanzt. Ohne Öffentlichkeit. Was waren so eure Supertänze? Gibt's da was? Die Irma hat mal ein Filmmedley gemacht mit Ginger und Fred und Monrose und Elvis. Und das war ein Riesenmedley. Und da durfte ich die Ginger geben. Und der Laszlo Karikas hat den Fred gegeben. Und das war toll. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Das waren tolle Kostüme. Manche mögen Blumen. Und sie gehen gerne aus. Doch wir beide lieben immer die Musik.
Manche mögen Kino oder irgendeinen Stern am Himmelszelt. Doch wir beide lieben nun mal die Musik. Unser Zauberbot heißt dabei Jig the Jig. War Breakdance gerade, Mode, und nun, wir konnten nicht so toll Breakdance. Da dachte ich, ja, machen wir ein bisschen witzig, humorvoll, dann hieß Bahnbreak. Wir waren alle so Bahnjungs angezogen und zwischen uns war ein Hahn, Lothar, Kollege. Jo. Da hat er extra dafür Flickflack gelernt. Oh, mit 38. Mit 38 Jahren. Cool. Ja, gab ja Gruppentänzerinnen, Halbsolisten und Solisten. Und man wollte ja, wenn man in der Gruppe angefangen hat, auch ein bisschen weiter nach oben steigen. Und wenn dann der Chef kommt und sagt, Knautschi, du musst mal ein paar Kilo abnehmen, dann hat man das auch gemacht. Aufgehört hat zu tanzen, 86 war das. Da hat die Ömme noch einen schönen Titel gemacht. Farbtitel hieß der bei uns und das war sein Abschiedstitel, sage ich mal. Auch der ganze Kessel war so für ihn so ein sehr Abschied. Ein sehr schneller Tanz. War ein schneller Titel und man ja. War gefordert. Ja. Und neben mir der Solist war Mike Dumbold und der war ungefähr so 15 Jahre jünger als ich. Aber ich habe mich tapfer geschlagen. Ja. Also war ein schöner Tanz, Abschied. Ja. Ferry, und dann hast du dich ja als Choreograf angeboten. So kam ich zu meinem ersten großen Show mit Heinz Rennhag, der Rennhag-Show. Da durfte ich alleine die ganze Choreografien für die Sendung machen. Das war noch in Bitterfeld. Und ab da, das hat auch sehr gut geklappt, muss ich sagen, ohne Selbstlob. Und ging meine Karriere dann weiter. Wollte nicht sagen steil hoch, aber das ging. Mein Liebling war Frau Kerisas. Da haben wir ein schönes, auch im Kesselbunde, ein schönes Medley aus Cabaret gemacht. Wie man sieht, hat die Ballettzeit eurer Ehe gut getan. Wir waren sehr viel unterwegs und nicht immer zusammen. Und das erhält eine Ehe lange. Jetzt muss man sich die Freizeit nehmen. Doch, natürlich, wenn man jeden Tag zusammen hockt, kann es schwierig werden. Und wir waren nur unterwegs. Ja. Und auch viel Erfolg, also nicht viel Frust. Mhm. Und ja, wir kamen schon gut. Ja. Ja.
Diesmal tanzt das DFF-Fernsehballett nach Choreografien von Ferenc Zsálmayer. In dieser Kulisse war man 1964 zu Gast bei Martha Raphael. Die Ungarin war erfolgreich als Sängerin und Schauspielerin und, jetzt kommt's, verheiratet mit Karl Eduard von Schnitzler. Gäste ihrer Reihe waren unter anderem Fred Froberg, Ellen Tietke, Horst Rinder und einer der populärsten und vielseitigsten Schauspieler der DDR. Er war ein berühmter Diener zweier Herren und der Soldat mit dem Feuerzeug. Und bei Martha zeigte er, dass er durchaus Entertainer-Qualitäten hatte. Wie er heißt, das müssen Sie selber herausfinden. Für unsere Preisfrage, wie immer, ohne Preis. Alles, was du dir kaufst, das krieg ich billiger. Ja, ich kann's billiger kaufen als du. 50 Cent. 40 Cent. 30 Cent. 20 Cent. Kannst du nicht. Kann ich doch, doch ich kann's. Was du auch sagst, das kann ich leiser sagen. Ich kann das viel leiser sagen als du. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Doch, ich kann's. Bier soff ich ein Fass aus und seh doch nicht blass aus. Ich trinke gleich zwei Fässer, fühle mich dann besser. Öffnen kann ich jeden Safe. Erwischt man dich dann? Nie. Was gibst du so an? Jeden Ton, den du singst, den halt ich länger. Ich halte jeden Ton länger als du. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch, doch ich kann. Doch ich kann. Ja, du kannst. Ja, Sie haben richtig gesehen. Rolf Ludwig war der charmante Sänger und deshalb lassen Sie sich von ihm nun auch noch ins Maxim entführen. Dann geh ich ins Maxim, da bin ich sehr intim. Ich duze all die Damen, ruf sie beim Kosenamen. Lolo, dodo, juju, klo, klo, margot, fru, fru. Sie lassen mich vergessen, das teure Verhaar. Verhaar.